Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit FIFA 15, unsere Spielerkarriere. Das hier unten gefällt mir noch nicht so, ne? Wir haben 5 Chancen rausgespielt und ja, ein Tor gerade mal gemacht, keine Vorlagen mehr in den letzten Spielen. Wir müssen auf jeden Fall mal nachlegen. Jetzt geht's gegen Bordeaux. Schauen wir mal ganz kurz, gibt's jetzt hier eigentlich mal dieses komische Grid? Ja, da haben wir es, genau. 1:0 war das Hinspiel, Achtelfinale sind wir aktuell. Und ja, das heißt, wenn wir Pech haben, ist das jetzt hier für uns zu Ende. Ich will es natürlich nicht hoffen. Ich werde mein Bestes geben. Ich denke, im Spiel gegen Dortmund, das war ja das letzte. Ich würde ganz gerne blau spielen eigentlich. Habt ihr keine Ahnung? Ihr könnt auch in weiß. Hier macht immer ein weiß. Wir machen in blau. So, Aufstellung wie üblich. Wir stehen im zentralen offensiven Mittelfeld. Und ja, ich denke, wie gesagt, gegen Dortmund haben wir eigentlich eine ganz gute Partie gespielt. Und ich denke, das wird jetzt auch mein Weg für die Zukunft sein, dass ich mich mehr darauf konzentriere, hier meine Mitspieler vielleicht schön in Szene zu setzen. Das ist ja auch eigentlich die Aufgabe vom zentralen offensiven Mittelfeldspieler, denke ich. Zumindest interpretiere ich das so. Und das war schon mal nix. Also genau so wollte ich es eigentlich nicht machen. Okay, aber da haben wir den Ball auch schon wieder. Und die stehen halt wieder ein bisschen anders, ne, als Dortmund. Da müssen wir mal schauen, dass wir wieder andere Lücken auf jeden Fall finden. Gehen wir hier zurück. Bringen mal die andere Seite da noch ein bisschen mit in Szene. Und oh, was macht der denn mit dem Ball? Würde er ja wohl kontrollieren können. Na, der kam doch genau, der war nicht in Bedrängnis. Das ist Murks. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie gut Bordeaux auch so in der Realität ist und was sie so. Also was das so für eine Mannschaft eigentlich ist, muss ich sagen. So, und jetzt geht's hier über den Flügel, über Fuchs. Okay, die stehen echt gut, ne? Da habe ich immer irgendwie ein, zwei Leute an mir dran, auf jeden Fall. Okay, und da hat er mich vom Ball getrennt. Ich mache das erstmal ein bisschen ruhig hier, damit ich am Ende auch mal noch ein bisschen Power habe für vielleicht einen Sprint oder sowas. Ich werde mal mich mehr auf die Offensive konzentrieren. In der Defensive vielleicht mal gucken, dass ich vielleicht mal den einen oder anderen mal zustelle. Und ja, da haben wir schon die erste Chance von Bordeaux jetzt. Das war nix. So, jetzt Abwurf, beziehungsweise Abstoß. Mal gucken, wo ist der Radar? Da ist der Radar. Schauen, dass ich mich hier gut positioniere, falls er ihn zu mir spielen will. Ne, er macht ihn kurz. Auch mit einem Freund von diesen kurzen Abschlägen. So, jetzt spiele ich ihn da mal zurück. Den Flanken mal ein bisschen skillen hier, ne? So. Was spielen die eigentlich für ein System? Das ist noch nicht so durchschauen können. Oh, das hat er schön gemacht. Schönes Dribbling hier von Fafan. Gibt ihn da nochmal ab. Boateng jetzt auf die Außen auf Fuchs. Draxler, Neustädter. Oh, und jetzt stehen sie wieder gut. Jetzt ist wieder kein Durchkommen hier. Schöne Grätsche. Ja, das war nix. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass unsere Verteidiger das geregelt kriegen. Ja, machen sie gut. Gut abgeklärt hier. Okay, da konnte ich nicht viel machen. Da hat er sofort das Tackling ausgepackt. Okay, jetzt, wie schaut's aus? Verfahren. Der will, der Junge. Kann er den kontrollieren noch? Ja, der kommt doch ganz gut. Oh, das ist doch faul hier. Genau. Elfmeter. Elfmeter. Großartig, großartig. Hat er ihn am Trikot gezogen. Den Boateng war es, glaube ich. Oder? Ne, Draxler. Da Draxler hat er. Da eindeutig das Elfmeter. Da gibt es nichts zu meckern, nichts zu beschweren. Wer wird die machen? Huntela. Huntela ist also unser Mann für die Elfmeter. Verzögert den Anlauf und... Oh, spielt ihn genau auf den Mann. Bitter. Und gut, so ist das mal. Den haben wir.
So, da hinten bist du ganz alleine. Willst du flanken oder was? Nicht sicher, was er da machen wollte. Okay, 89% Ballquote wird oben eingeblendet. Ich biete mich hier mal an. Auf Verfun vielleicht. Boateng. Draxler gibt ihn ab. Gib ihn nochmal zurück zu Draxler. Vielleicht geht da über den Flügel mehr. Wie gesagt, die stehen echt gut, aber die führen ja im Grunde genommen auch 1-0. Weil sie ja das Hinspiel halt gewonnen haben. Da hatten wir ja keinen Einfluss drauf. Da mussten wir ja von außen sozusagen zugucken. So, kriegen wir jetzt hier mal was. Irgendwas müssen wir doch hier mal hinkriegen jetzt. Boah, schöner Schuss. Schöner Schuss von Boateng. Aber nicht genau genug. Okay, er spielt ihn kurz raus. Oh ja, das war schön gemacht. Kommen wir jetzt irgendwie wieder in Ballbesitz. Ja, schöner Einsatz von Neustädter hier. Sowas müssen wir öfter sehen. Vielleicht auch mal von mir, aber meine Grätschen gehen natürlich immer daneben. Und was gibt's jetzt? Das Tor? Nee. Das war knapp. Das war knapp, Jungs. Fühlen sich hier fast stärker an als die Dortmunder im letzten Spiel. Das mich ein bisschen verwundert. Aber ist natürlich auch eine andere Liga, ne? Ist ja immerhin europäisches Parkett hier. Und da sind die Mannschaften ja meistens ein bisschen engagierter. Okay, da. Ich bin noch im Ballbesitz, okay. Ich dachte, den habe ich schon verloren. Ich gebe ihn nochmal ab. Und da stand der Verteidiger ganz gut. Da wäre ich fast in eine gute Schussposition gekommen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Vielleicht hätte ich früher einfach mal abziehen sollen. Aber ich war dann auch ein bisschen verwirrt, dass ich den Ball da irgendwie nicht behaupten oder beziehungsweise behauptet habe. Ich dachte, der wäre schon weg gewesen. Schöner Pass. Nochmal abgelegt hier, der Doppelpass jetzt. Okay, das wird eng. Versuche mich mal irgendwie zwischen den Schuss zu bringen und oh, Glanzparade von unserem Keeper hier. Den habe ich jetzt aber. Kriege ich ihn da mal raus. Komm, 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 komm. Okay, der ist noch heiß jetzt. Was macht er? Okay, da haben wir ihn jetzt. Jetzt gib ihn mal her. Huntela jetzt vielleicht mal. Gibt ihn weiter auf Verfahren. Oh, da hat ihn vertändelt. Finden die Schnittstelle nicht, ne? Okay, wer hätte es geahnt, dass er den da jetzt durchsteckt? Schöner Hacketrick. Steht im Abseits vorne der Stürmer. Da kommt die Flanke. Und er kommt zum Kopfball. So, jetzt haben wir ihn geklärt. Nach außen auf Fuchs. Ich biete mich mal an. Dann können wir nach da auf den Flügel spielen. Huntela jetzt. Nee, so wird das nichts. Echt schweres Spiel hier. Brauchen nur ein Tor, dann sind wir wieder im Geschäft hier. Das kriegen wir doch irgendwie hin, oder? Eine gute Gelegenheit. Jetzt kommt die Flanke, denke ich. Ja, da ist sie. Aber nee, die kommt nicht gut genug. Den haben wir jetzt. Oh, den habe ich jetzt blöd verloren. Und oh, großartig von Fährmann. Großartig. Gutes Spiel von unserem Torwart. Und das heißt nichts Gutes. In der Regel. Auch den hat er gut gehabt. Und nochmal Ecke.
Was war das denn? Nochmal Ecke, jetzt von der anderen Seite. Langsam wird's kritisch. Irgendwann kann das auch mal schief gehen. Okay, jetzt ist er erstmal raus. Mal ein bisschen rauszugehen. Vielleicht können wir hinten was zustellen. Oh, da hätte ich ihn fast gehabt. Ärgerlich, sowas immer. Ah, die machen das gut da mit dem Ball. Jetzt den Konter. Jetzt den Konter, komm. Oh ne, der war ungenau. Noch viel zu langsam. Die Jungs laufen nicht mit. Die haben keinen Bock. Die haben heute keinen Bock. So, den haben wir. Sam jetzt. Und gib ihn nochmal zurück. Ich zieh jetzt mal ab hier. Reicht mir jetzt. Ah, knapp. Knapp, knapp. Aber wenn es spielerisch nicht geht, dann muss man es mal aus der Ferne versuchen. Manchmal klappt es, ja. Ich denke, der Schuss war auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht rüttelt das unsere Jungs jetzt auch nochmal wach, dass sie sich hier nochmal ein bisschen reinhängen. Ach, die Geschichte wieder. So. Diesen Bug, den werde ich nie verstehen. Also das muss definitiv mal gefixt werden. Sei denn, es ist so gewollt, das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn die sich da hinstellen und den Ball einfach abschirmen die ganze Zeit. Komm, jetzt mach's mal. Ich zieh jetzt ab hier. Stehen natürlich die Verteidiger dazwischen, ne? Den habe ich doch. Ja, den haben wir. Hacke. Hacke Spitze 1, 2, 3 hier, komm. Oh, schöne Flanke, schöne Flanke. Der kommt gut, der kommt gut. Oh, abseits. Habe ich den Pfiff doch gehört, oder? Ja, da habe ich den Pfiff gehört. Schade, schade. Gute Gelegenheit, so kann es gehen. Aber wir haben nur noch 2 Minuten. In der Tat nur noch 2 Minuten. Da, jetzt haben wir nochmal die Gelegenheit. Jetzt ist Raum da. Und ja, viel zu überhastet. Viel zu überhastet abgeschlossen hier. Kommen wir nochmal im Ballbesitz. Okay, da. Ist schon Nachspielzeit. Jetzt müssen wir es machen, sonst. Sonst war es das. Jetzt wird abgepfiffen, denke ich. Nochmal Einwurf. Vielleicht die letzte Gelegenheit. Ja, da wird abgepfiffen. Okay, damit sind wir dann aus dem Turnier raus. Dadurch, dass wir das Hinspiel 1:0 verloren haben. Und wir, ja, da waren wir nicht dran beteiligt. Jetzt das Rückspiel, wie gesagt, das war eine schwere Partie, das waren gute Gegner auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Unsere Statistik, ja, 6,0. Ich denke, ja, wir haben uns eigentlich ganz gut präsentiert, bin ich der Meinung. Wie gesagt, war auch ein schweres Spiel und ja, da sind wir dann halt ausgeschieden im Achtelfinale. Was willst du machen? Was willst du machen? So. Wie sieht's aus? Als nächstes, okay, dann, ich würde sagen, da können wir uns jetzt ja voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Huntelaar vergisst das Tore schießen, ja. Da habe ich auch noch kein Tor schießen sehen, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, hier geht's jetzt gegen den HSV als nächstes. Wir stehen in der Startformation. Ich will noch mal ganz kurz einen Blick in die Tabelle werfen, denn das letzte Spiel gegen Dortmund war unentschieden, ne? Hm. 6 Punkte Rückstand auf Dortmund und auf Gladbach nur 2 Punkte. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir definitiv aufpassen. Ich hoffe, dass wir das gewuppt kriegen in der nächsten Partie hier gegen Dortmund. Gegen Dortmund sage ich schon, gegen den HSV. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.